Beim Kutschenrennen, da gab es einen spektakulären Unfall, bei dem zum Glück aber nichts wirklich Ernstes passiert ist. Hier ist die Originalreportage von heute Nachmittag. Whistleblowing, fast zeitgleich, an Hindernis 7. Auch er wird von der Kutsche katapultiert, kann sich nicht halten. Die Pferde nehmen Tempo auf, auch die Grooms müssen herunter. Die Kutsche stürzt um, jetzt versucht einer der Grooms noch hinterher zu rennen, um das Gespann aufzuhalten. Aber das lässt sich nicht mehr halten. Das sucht den Weg weg von diesem Unfall, den sie auch miterlebt haben. Sie haben jetzt keinen Zug mehr auf den Leinen. Und dann geht es quer über die Straße. Absolut schreckliche Bilder. Man kann nur noch hinterher schauen. Dem Fahrer ist nichts passiert, aber was passiert mit dem Gespann? Das rast durch die Aachener Sörs. Die Zuschauer versuchen sich in Rettung zu bringen, in Sicherheit zu bringen. Dann schnappt sich einer das Gespann an der Leine. Wir kennen diesen jungen Mann. Es ist ein Belgier aus einem benachbarten Einarten. Ein absoluter Held. Er selber ist, das wissen wir, Vierer-Gespannfahrer bei den Ponys. Er hat die Courage gehabt, dieses Gespann einzufangen und Schlimmeres zu vermeiden. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wären diese ja 2,5 Tonnen Pferd plus 600 Kilogramm Kutsche in die Zuschauer gerast.